ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde. Hier wieder euer Uli von Immer am Limit. Und heute ist es mal wieder soweit. Wir fliegen mal wieder eine Runde. Zwar nicht IFA, sondern heute wird mal eine Runde VFA gegondelt. Genau, ich habe mir zwei Airports ausgesucht. Die werden wir natürlich nicht von bis fliegen, weil das wäre ein bisschen weit. Aber ich habe mir zwei Airports rausgesucht, die wir uns am besten mal angucken. Und zwar ist es der eine Airport von OpX, der vor knapp einem Monat rausgekommen ist. Und zwar ist es der Airport Pula in Kroatien. Da werde ich einfach mal so ein bisschen mit der Akusim Piper rumgondeln. Und dann gucken wir uns den neuen Airport an, der vor 3-4 Tagen bei Aerosoft rausgekommen ist. Und zwar ist es der... wie heißt da doch schnell? Skiathos, und zwar die griechische Insel von 29 Palms. Man nennt die griechische Insel auch das griechische St. Martin. Und den werden wir uns jetzt auch gleich mal angucken. Und ich habe jetzt hier meinen Flieger schon stehen. Und da werden wir uns jetzt mal reinfrachten und uns den Airport mal von oben angucken. Also, bis gleich, würde ich sagen. Gut, gehen wir mal in den Flieger rein. Das ist natürlich jetzt alle Scheiben beschlagen. Klar, ich sitze jetzt hier auch schon eine Weile drin. Und wir starten jetzt am besten mal die Kiste. So, ich habe jetzt erstmal hier meinen Tracker A. Das ist dieser Teil hier, was ich hier am Headset dran habe. Gut, gehen wir mal ein bisschen näher ran. Der Uli kann ja nicht kicken. Ihr wisst Bescheid. Ja. So, machen wir erstmal hier die Lichter und den ganze Gedöns an. So. Ist an. So. Dann brauchen wir Gemisch, volle Pulle. Dann müssen wir hier dreimal pumpen. Übrigens ein sehr, sehr schöner VFA-Flieger, wie ich finde. Kostet natürlich dementsprechend etwas, aber für tolle Flugzeuge gibt man noch gerne Geld aus. So, Zündschlüssel rumgedreht. Ein bisschen Gase geben und dann jawohl, ja. Lassen wir es erstmal kurz warm laufen. Und dann ist er auch schon an. So. Was mich immer hier so ein bisschen stört, ist, im Normalfall hat man ja hier seinen Steuerknüppel, seinen Hahn. Aber nimmt mir immer die Sicht der Knöpfe, die dahinter liegen. Oder ich müsste jetzt hier so extrem runtergehen. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Jetzt sitze ich mich erstmal wieder richtig hin hier. So. Deswegen blende ich den immer aus. So. Gut. Brauchen wir Lichter? Ja, wir brauchen Lichter. Die sehen besser aus. So, das ist drin. Alles klar. Klappen auf Uno. Und dann gucken wir uns doch mal den Airport mal von oben an. So, das ist Pula. Ja, von oben, ja, ist das nicht so toll. Ja, hier, Kroatien. Ja. Hier unten mein Lieblings-Airport unter anderem. Dubrovnik. So. Gut, sitzen wir im Flieger und dann machen wir mal eine Rutsche. So, Parkbremse lösen. Und dann rollen wir auch schon los. So, jetzt gucke ich hier gerade mal. Sollten wir jetzt vielleicht mal eine kleine Drehung machen? So, ein bisschen mehr Gase geben. So. Komisch, komisch. Obwohl ich die Static Aircrafts deaktiviert habe, stehen sie trotzdem noch da. Hm. Na gut. Vielleicht klappt das nicht so. Oh, komisch, hat sich hier in der Außenansicht, immer wenn ich in die Außenansicht wechsle, dass ich dann immer keine Sounds habe.
Also ihr seht, schon wieder weg. Naja, macht nichts. So. Sehr schnieke aus hier. Gut, Wetter ist natürlich heute extrem beschissen. Wollte es nicht sagen. Aber hier mit dem Rasen, der so ein bisschen absteht, auch schön. Gut, hier haben sie so an einigen Stellen gespart. Ist wirklich nur an der Taxiway-Flächen, an den Taxiway-Flächen, dass da wirklich Gras zu sehen ist. Aber ich sehe gerade, dass mein Kompass auch noch falsch eingestellt ist. Das werden wir gleich mal korrigieren. Ja. So. So, hier mal die Fenster zu machen. Dann wird es auch gleich etwas leiser am Flieger. Und wenn man es richtig leise haben will, dann kann man hier die Headphones aktivieren. Und dann hört man so gut wie gar nichts mehr. Eigentlich auch eine schöne Sache. Aber wir wollen ja Sound haben. Das muss richtig dröhnen hier. So. Mal direkt einen Line-Up. Ist alles frei, jawohl. Klappen 1, Gemisch reich. Lichter an. Nur Wetter ist nicht so dolle. So. Dann machen wir mal einen Takeoff. Ja. Wind leicht von vorne links. Da müssen schon ordentlich gegensteuern. Da sind wir auch schon in der Luft. Gut. Wetter ist wirklich nicht so schön. Ich fliege gleich wieder zurück. Ich will mir das Ganze hier drüben mal so ein bisschen angucken. Das darf man auch nicht vergessen. Jetzt habe ich natürlich im Orb X eingestellt, dass wir uns jetzt hier im Herbst befinden. Demnach sind natürlich die Texturen, die Bodentexturen, sehr blass. Ja, kommt ja dem Herbst sehr nah. Die Sicht ist natürlich auch eingeschränkt.
Da hoffe ich mir dann natürlich, dass nachher im Griechenland schöneres Wetter ist. Ja, mal gucken. Ja, da drüben ist der Hafen. Da fliegen wir doch direkt mal hin. Schön. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, im Sommer hierher zu fliegen oder hier durch die Gegend zu fliegen. Da sind die Bodentexturen deutlich schöner. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich schon damals im FSX genervt, dass die Bodentexturen, gerade im Herbst, wobei Herbst noch geht, aber im Winter sind die echt schlecht. Überall weiß. Passt überhaupt nicht. So, drehen wir mal zurück nach Pula. Hapag-Lloyd. So ein schöner Frachter hier jetzt direkt unter uns. Also für einen OrbX Airport, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht so angetan von diesem Airport. Gut, vielleicht liegt es jetzt wirklich an den Herbsttexturen. Das weiß ich jetzt nicht, müsste man dann mal testen. Nur ich versuche ja immer real zu fliegen. Also da es jetzt nicht wirklich Sommer ist, fliege ich natürlich auch nicht im Sommer. So, mal kurz ein bisschen an Höhe gewinnen. Ja, hier drüben ein kurzes Beispiel. Es sieht schon aus, als ob es irgendwie hier geschneit hat. Sehr frostiger Boden. Ne? So, wir können ja mal kurz den Airport überfliegen. Oder so ein bisschen fernab davon, sodass wir uns das Ganze mal von oben direkt angucken können. Also der Militärbereich jetzt hier im Flughafen Pula. Ja, also ganz ehrlich, also da bin ich Besseres von OrbX gewohnt. Gefällt mir nicht so. Aber wie gesagt, könnte
damit zusammenhängen, dass ich jetzt hier die Herbsttextur gewählt habe. Wie auf der ganzen Welt. Ist ja Herbst. Ne? So. Muss doch gerade mal checken hier, weil mein Tracky hier nicht funktioniert. So, jetzt geht's wieder. Alles klar. Ja, würde ich sagen, machen wir hier kurz mal eine Platzrunde. Landen und dann gucken wir uns mal die griechische Insel Skiathos an. Das griechische St. Marten. Gut, ist vielleicht auch was anderes, wenn man jetzt hier mit einer Boeing oder so anfliegt. Wo man ja doch von weiter oben kommt und dann vom Wasser aus, vom Meer, ne? Vielleicht hat es dann auch nochmal einen ganz anderen Flair. So, Klappe Uno. So. Ja, Außenansicht, Ton ist weg. Ja, moin. Ja, doch schon leichter Wind. Ich guck gerade mal, 6 Knoten, okay. Aber gut, mit so einem kleinen Flieger, da kann es schon mal ruppig werden. Wir hatten letztens Gruppenflug gehabt. Habe ich mit meinen Fliegerkollegen die Maschine mal ausgiebig geflogen, haben sie getestet. Und ja, die kann ordentlich wackeln bei Wind. Also die ist wirklich sehr gut umgesetzt. Oh ja, ja. Dann sind wir auch schon wieder da. Klappen rein. Fahren hier mal kurz zurück. Stellen wir uns mal da hinten wieder hin.
Ja, stehen wir uns mal links neben. Der Ultraleichtmaschine hin. Wie sieht er witzig aus? Witzige Flügel. Witzige Tragflächen hier, ja. Oh, ist glaube ich gar kein Platz mehr, weil hier die... Weil hier die Busse wahrscheinlich lang fahren, deswegen machen wir hier noch mal ein bisschen Platz. Wir stellen uns einfach hier neben der Maschine hin. So. Ach, der putzt gerade sein Maschinchen. Ein ganz fleißiger bei dem Wetter. Regnet sowieso gleich wieder. Kannst aufhören. Ja. So. Den Spaß muss sein. So. Parkbremse setzen. Maschinchen aus. So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz mal einen kleinen Päuschen. Ich werde in der Zeit mich auf einem anderen Airport draufstellen. Und dann werden wir uns mal Ski Hardhouse von oben angucken. Ich hoffe, da haben wir besseres Wetter. Hoppala. Ich hoffe, da haben wir auf jeden Fall besseres Wetter, sodass wir mehr sehen. Und ich hoffe natürlich, weil ich bin von 29 Palms sehr ja, gute Sachen gewohnt. Deswegen hoffe ich, dass er den anderen Airports von 29 Palms Wasser reichen kann. Ja, vom Pooler muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich so ein bisschen enttäuscht. Klar, ist immer noch besser als der Standard-Airport. Weitaus besser als Standard-Airport, ganz gar keine Frage. Aber im Vergleich zu anderen OrbX-Airports finde ich Pooler jetzt nicht so dolle. Aber gut. Gucken wir uns mal Ski Hardhouse an, das griechische San Martin. Ich werde jetzt hier mal den Airport laden und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Gell? Alles klärchen, dann bis gleich.
So, und da sind wir auch schon wieder. Jetzt stehen wir hier. Die Scheiben sind wieder mal beschlagen. Klar, Motor war aus. Deswegen machen wir gleich mal wieder an. Wir stehen auch direkt auf der Runway. Oh. Hört ihr das auch? Ich höre das Meer. Hört ihr das? Warte, jetzt gerade natürlich nicht. Ich muss kurz nochmal hier. Zack. Hört ihr das? Das ist das Meer. Ja, geil. Die Möwen. Ja, Wahnsinn. Aha. Okay. Ja, müssen wir kurz mal einen Blick nach oben werfen hier. Ja, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Würde ich sagen. Schon so eine Art Fototapete. Ja? Ja. Sehen wir mal zu, dass wir in die Luft kommen und das Ganze uns mal von oben anschauen. So, gut. Lichter mal direkt wieder an. Fuel Pump an. Die brauchen wir nicht. Die sind an. Pump aus. Einmal pumpen. Mischreich. Und Feuer. Jawohl. So. Parkbremse lösen. Muss ich kurz mal warten, dass hier die Scheiben. So, Klappen 1. Scheibe wieder zu. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Wetter, ja, ist hier nicht so schlimm, Gott sei Dank. Ein bisschen bewölkt. Alexandros Papadiamandis. Naja, so heißt der Airport in Wirklichkeit. Das sieht doch ganz nett aus. Mal einmal um die Insel rum. Aber das gefällt mir schon ganz gut. Aber irgendwie
Oh ja, hier oben wird es jetzt windig. Mal ein bisschen Gase raus. Ein bisschen zu schnell. Oh ja, hier kann man auch so ganz nice VFA rumgondeln, ja? Hier durch die Täler durch. Nice. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Auch hier mal, wenn man sich hier mal eine Stunde, zwei Stunden Zeit nimmt, kann man hier wirklich schön VFA rumgondeln. Es gibt ja hier noch mehrere Inseln. Jo, sei gegrüßt, lieber der Santa. Schön, dich mal wiederzusehen. Jawohl. So, habe jetzt hier mal kurz die Karte, die werde ich mal ganz kurz einblenden, wie ihr seht. Ein rotes Flugzeug bin ich. Und in der Nähe sind ja mehrere Inseln. Gut, auf jeder Insel wird wahrscheinlich kein Airport sein. Aber hier kann man wirklich schön VFA-mäßig durch die Gegend gondeln. Fragt mich jetzt nicht, wie ich jetzt auf VFA komme. Vor kurzem, mein guter Kollege hat mal gesagt, Mensch, hier, wir wollen mal wieder ein VFA-Event machen. Ihr wisst, normalerweise fliege ich IFA durch die Gegend, online bei Watson. Aber, hab mir denn hier den Flieger besorgt und hab jetzt das VFA-Fliegen so entdeckt. Macht auch mal Spaß, sag ich mal. Jetzt gucken wir uns den Flughafen nochmal an von oben. Ja, mir ist gerade mein Track-IR, was ich hier jetzt am Headset habe, ist mir gerade abgestürzt und jetzt plötzlich habe ich schon wieder so verwaschene Texturen. Habe ich im Normalfall nicht.
Ah, die bauen sich gerade wieder auf. Aber jetzt auch hier mit dem Schiff da unten, was jetzt gerade anlegt. Nice. Gefällt mir. Ein sehr intensives Grün haben wir hier natürlich jetzt auf der Szenerie. Was jetzt eigentlich auch nicht so schön aussieht, wenn das... Ist da wirklich angelegt, ist ja Wahnsinn. Ist ja nice. So. Jetzt mal hier den Airport von oben. Ja, das sieht nett aus. Kleiner, süßer Airport. Gut. Kleine Platzrunde. Und dann landen wir mal. Ich denke mal, man wird hier auf der 20 landen. Weil nicht umsonst heißt der Airport das griechische St. Martin. Und hier haben wir ja diesen Strand, wenn man das so sieht. Wo dann wahrscheinlich viele Spotter die ankommenden Flugzeuge beobachten. Hoppala, huiuiui. So. Hier, jetzt hört man wieder die Möwen. Nice. Gefällt mir. Hoppala. Doch schon ganz schön Wind. Gleich nochmal eine Runde durchstarten. Auch hier mit den Booten. Gut. Der Richtung zu landen wird bestimmt auch Freude machen, wenn man jetzt hier mal mit einer größeren Maschine langkommt. Finde ich persönlich sogar schöner. So.
aus der Richtung landen. Ja, schöner Airport. Gucken wir uns mal aus der Nähe an. Dreh jetzt hier mal. Normalerweise bin ich ja immer so der Typ, wenn ich mir einen neuen Airport gekauft habe, ein neues Add-on, dann installiere ich es und fliege dann von irgendeinem anderen Ort direkt dorthin. So habe ich es bisher immer gemacht, also IFA-mäßig. Ne? Also nur mal ein Beispiel, jetzt habe ich mir München gekauft. Dann fliege ich zum Beispiel von Tegel aus nach München. Und drop mich nicht einfach direkt in München und gucke mir den Airport an, sondern lass mich einfach überraschen dann. Gut, das ist jetzt hier anders. Pula und Skiathos. Das habe ich wirklich mal so gemacht, dass ich mich einfach dahingestellt habe, um mir dann die Insel und den Airport mal direkt anzugucken. Gehen wir mal kurz in die Außenansicht. Ja, jetzt mal stehen bleiben, stopp. Ah, da hinten ist die Feuerwache. Und da haben wir auch nochmal den Namen stehen. Skiathos Airport Alexandros Papadiamantis. Jawohl. Ja, eigentlich hier eine schöne Sache. Mega klein. Viel Platz ist hier nicht, wenn man mit großen Flugzeugen kommt. Aber ist ja im Prinzip in St. Marten auch nicht. Wobei der Airport doch noch ein bisschen größer ist. So, stellen wir uns hier hinten mal irgendwo hin. So. Ja, sehr nice. Zwei neue Airports. Dieser Airport hier, Skiathos, bisher mein Favorit der beiden. Pula, ein bisschen enttäuscht von OrbX. Da gibt es bessere Add-ons. Aber ansonsten, zwei neue Airports, zwei neue IFA-Stationen, die ich anfliegen kann und werde. Und das werde ich natürlich jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall mal machen. Ja. Hier mal so ein kleines Video. Jetzt habt ihr mal so einen kleinen Eindruck von Pula und von Skiathos bekommen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt das Ganze einen Daumen nach oben. Und wer mehr Flusi-Videos und Call-of-Duty-Videos und sonst aus meinem Leben und aus den Leben von Timmy erfahren möchte, abonniert einfach unseren Kanal und dann kriegt ihr die Infos. Auf jeden Fall, nächstes Jahr ist Männertag wieder ordentlich in dem Video am Start. Das letzte Männertags-Video durften wir leider nicht hochladen, weil wir dafür sehr viel Copyright-Geschichten verwendet haben, was Musik angeht. Und und ein stummes Video wollen wir natürlich dann auch nicht präsentieren. Deswegen nächstes Jahr achten wir auf diesen ganzen Mist, der uns da so ein bisschen in die Quere kommt durch YouTube. Aber ist ja auch verständlich. Deswegen nächstes Jahr gibt es ein Männertags-Video, darauf könnt ihr euch jetzt schon mal freuen. Wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr funny. Ja, und wer Bock hat, schaltet am nächsten Mal wieder ein, wenn wir mal wieder eine Runde Call of Duty datteln. Ich habe nämlich hier heute meine neue Errungenschaft bekommen. So sieht das Ganze aus. Aus dem Hause SCUF. Ein wunderschöner SCUF-Controller, den ich mir bestellt habe, konfiguriert habe, wie auch immer. Richtig geiles Teil und heute wird der mal im Detail getestet.
Ja, liebe Freunde, an dieser Stelle möchte ich natürlich nochmal sagen, vielen Dank erstmal fürs Einschalten. Und alle Infos über das Video, über mich, über Timmy, was auch immer, was habe ich für einen PC, was habe ich hier für ganzen Equipment am Start, ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, ich würde sagen, ich bin erstmal draußen, wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ja, ganz besonders ein schönes Wochenende. Und ja, wir hören uns dann wieder. Bis dann, meine lieben Freunde. Tschüss.